Hey, schau mal, was ich hier habe. Es ist die DJI Osmo Action Cam. Action? Osmo Action? Keine Cam oder so? Ja, es ist die neue Action-Kamera von DJI. Seht ihr es so besser? Ich habe mir hier die Verkaufsversion zugelegt. Sie ist ja schon länger auf dem Markt, beziehungsweise wurde ja schon ein bisschen so rumgereicht. Man hat schon erste YouTube-Videos mit dieser Action-Kamera gesehen. Und ja, heute schauen wir uns an, was es in der Verkaufsversion hat. Ja, also eben, DJI hat jetzt auch ihre eigene GoPro. Und deswegen wird sie sich auch, ich meine, ich habe hier unseren Special Guest, die Osmo, die GoPro Hero 7 Black Edition. Sieht man das hier besser? Ich hoffe es. Ich muss dann schauen, welche Kamera das am besten aufnimmt. Genau. Wow, habt ihr das schon mal gesehen? Habt ihr das gesehen? Seht ihr das? So, muss ich gleich mal. Wie ähnlich die sich sind? Unglaublich. Nun gut. Aber das muss ja nicht Abbruch tun. Legen wir einfach mal los mit dem Unboxing. Es wird auch einen Vergleich geben zwischen der DJI Osmo Action und der GoPro Hero 7 Black. Eins vorab. Ich bin weder gesponsert, noch habe ich dieses Exemplar zur Verfügung gestellt bekommen, sondern ich habe es von meinem eigenen Geld gekauft. Das heißt, ich werde euch meine persönliche Meinung dazu geben können, ohne irgendwelche, naja, vielleicht Restriktionen oder so. Aber, naja, so ist es eben. Also, durch das, dass die DJI Osmo Action recht, sagen wir, inspiriert wurde vom aktuellen Action-Kamera-König, der GoPro Hero 7 Black, habe ich natürlich mich vorbereitet, um einen Vergleich machen zu können. Nach dem Unboxing natürlich und habe mir dieses Teil hier zugelegt. Seht ihr das echt so? Ich sehe das eben nicht so. Oh. Seht ihr das? Oh, nein. So. Hier kann ich links und rechts eine der beiden Kameras positionieren und dann vergleichen, welche Kamera besser ist. Die DJI Osmo Action kann mit 4K 60p aufnehmen, hat die üblichen Funktionen von DJI spendiert bekommen, die eigentlich jede moderne Action-Kamera heutzutage leisten muss, wie Timelapse-Funktion, die Zeitraffer-Funktion bzw. Zeitlupen-Funktion. Was steht hier noch? Sie ist wasserdicht, 11 Meter, wow, nicht schlecht. Die GoPro Hero 7 Black ist nur in Anführungsstrichen 10 Meter wasserdicht und von dem her, ja, sieht eigentlich gut aus. Was ich aber gespannt bin drauf ist nämlich die Bildstabilisierung. Die sogenannte, also DJI nennt das Rocksteady. Okay, die Rocksteady Bildstabilisierung, wer kommt auf solchen Namen? Gut, ich meine, bei GoPro heißt es Hypersmooth. Oder Hypersmooth. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf die Bildstabilisierung, wie gut die ist. Denn ich habe natürlich auch ein bisschen im Internet gegoogelt, beziehungsweise bin im Internet recherchiert und gemäß dem, was ich lesen konnte, scheint die Bildstabilisierung noch einen Ticken besser zu sein als bei der GoPro Hero 7 Black. Aber dazu dann mehr im direkten Vergleich. Jetzt geht es erstmal ans Auspacken. Schauen wir uns an, was die DJI uns hier zusammengestellt hat in der Verkaufsversion. Und ich würde sagen, legen wir los. So, gut. Also, das ist immer so eine Sache, wo schneiden wir das an, ohne dass es dann kaputt geht. Nicht ausrutschen. Dann wäre ja nicht toll, wenn ich jetzt hier ein Unboxing mache und das Erste, was passiert ist, ich schneide mir in die Finger. So, gut, das kann man
weg. Die App installieren wir nicht nachher. Jetzt geht es uns eigentlich nur um die Kamera als solches. So, gut. Tun wir das wieder auf die Seite. Das brauchen wir nämlich, glaube ich, gar nicht mehr. Und da ist es, das gute Stück. Es ist noch, seht ihr das? Seht ihr das hier, wie es eingepackt ist? Es ist wirklich neu. Ich hab die Kamera wirklich neu gestern gekauft und deswegen noch nicht ausgepackt. Und ja, es ist wirklich ein richtiges Unboxing. Machen wir weiter. Also zuerst, wie es für ein richtiges Unboxing sich gehört, tun wir die Kamera auf die Seite. Denn wir schauen nach, was uns DJI mitliefert. So, einfach eine Box, okay, Osmo Action, auch gut. Okay, das ist alles. Eine Infokarte. Dann eine Bedienungsanleitung bekommen wir mit in verschiedenen Sprachen, aber naja, wer liest das schon? Beziehungsweise, wann habe ich das letzte Mal eine Bedienungsanleitung gelesen? Ja, das ist, glaube ich, recht lange her. Gut, gut. Also, wir haben hier zwei Mounts, jeweils mit einem Klebeband, M3-Klebestreifen. Da kann man diese Mounts an Oberflächen bzw. an einem Helm oder so an einem Helm festmachen oder diese, ja, einfach wo man das halt gerade möchte. Hier seht ihr das und seht ihr das? Seht ihr da, was DJI hier gemacht hat? Ja, so muss ich das machen, was DJI gemacht hat. Oder hier, es hat diese zwei, wie sagt man denn, diese spezielle GoPro-Halterung, die haben wir nämlich auch. So, hier. Hier ist das Case von der GoPro Heroes in Black. Ach, das ist wieder die. Ich muss das irgendwie anders machen, so dass ich das euch zeigen kann, ohne dass es direkt auf mein Gesicht jeweils fokussiert. Was ja eigentlich gut ist, aber in diesem Fall, wenn ich euch jetzt zeigen möchte, natürlich nicht. Ihr seht das Cage, es hat dasselbe Mount, passt sogar. Das würde nämlich heißen, dass man mit dass man das Case von der Osmo Action, das Zubehör, welches für GoPro bestimmt ist, festmachen kann. Also das heißt, man kann die ganze, und ich meine, hey, seien wir ehrlich, das ist diese Befestigungen und diese Schrauben und alles, was da hier hat, das ist eine eigene Industrie. Aber das haben sie echt schlau gemacht. Das hat DJI wirklich schlau gemacht, dass sie hier auch so einen Mount gemacht hat. Ja, weil ich kann wirklich jedes Befestigungszubehör, welches ich für die GoPro benutze, kann ich auch für die DJI Osmo Action benutzen. Sehr schlau gemacht, DJI, sehr schlau gemacht. Gut, also was haben wir noch? Wir haben natürlich neben dem, haben wir hier, ich nehme an, das, ja, das sieht so aus und das wird das auch sein. Das ist Kabel, das auf. Aha, cool. Das USB-C Aufladekabel. Da. Cool. Cool, USB-C ist wirklich die Zukunft. Nicht, dass ich sehr große Probleme gehabt hätte mit einem normalen USB-C, Standard-USB-C. Aber ist halt praktischer. Cool. Schaut euch mal diese
Schraube oder Befestigung an. Seht ihr das? Das ist im Vergleich zur GoPro-Befestigung. So. Ist es nur so hat nur zwei Flügel. Und ich muss sagen, dass dies mit den zwei Flügeln, wow, ja, viel besser, viel, viel besser. Diese müsst ihr auch gehen, die von der GoPro. Ja, natürlich geht's auch. Ja, aber ist natürlich viel besser, muss ich sagen, direkt. Mit dem, wenn ihr snowboarden geht oder wenn die Hände nass sind, wenn ihr die Actionkamera bei den Motorrädern als Motorradkamera benutzt oder wenn ihr eure Fahrten aufnehmt, ist natürlich diese mit den Handschuhen oder mit nassen Händen oder Fingern viel, viel besser aufzukriegen und vor allem das Wichtigste, die Kamera festzumachen, als mit diesem Teil hier. Weil hier rutscht man gerne ab, man hat keinen richtigen Halt. Und ja, das auch wieder hier, DJI, gut gemacht, muss ich sagen. Echt, da haben sie sich was überlegt. So, dann haben wir hier eine kleine Schachtel. Wieder so. Seht ihr das? So. Ich nehme mal an, dass vom Gewicht her hier ist die Batterie drin. Ja, ich hatte recht, hier ist die Batterie drin. Und okay. Die Batterie hat ungefähr fast dieselbe Größe wie die der GoPro. Aber speziell ist, das seht ihr hier. Ups. Sie hat den Deckel schon. Das ist drauf gemacht. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Zum einen, klar, kann nichts abbrechen, weil wenn man das so schaut, bei einer GoPro ist es ein bisschen so, von der Größe her, wenn ihr das so anschaut. Ist beides in etwa fast gleich. Ja, Die Batterie für die DJI scheint ein bisschen größer zu sein. Okay. Hat aber auch ein bisschen mehr Leistung. Die hat, glaube ich, irgendwie, wie war das? 1300 mAh. Während die GoPro nur in Anführungsstrichen 1220 mAh hat. Ich weiß nicht, ob ihr das hier lesen könnt. Nun ja. Hier müsst ihr mir einfach vertrauen. Speziell oder interessant, muss ich sagen, wenn ihr hier die Schachtel anschaut, seht ihr das hier, hat es noch einen Slot, um eine Micro-SD-Karte mitzunehmen. Das ist wirklich schlau, weil so habe ich ja, eine Hülle mit einer Batterie drin und eine Karte. Super, cool. Echt cool. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt entfernen wir die Schutzfolien, die es drauf hat. Oh, okay, super. Man soll es vielleicht so etwas aus dem Case nehmen oder aus dem Cage. So, der Mechanismus zum Öffnen ist eigentlich fast dasselbe wie bei der GoPro. So. 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 Zu. Auf. Und schon kann man sie rausnehmen. Die Osmo. Ja, okay. Sie ist auch so friemelig rauszunehmen wie die. Genauso friemelig rauszunehmen aus dem Cage wie die GoPro Hero 7. Black. Wenn ihr das hier seht, die Gehäuse nehmen sich nichts von der Größe her. Eigentlich auch klar, weil
die beiden Kameras. Jetzt kann man das sicher noch besser erkennen. Lassen wir das mal ohne so ohne Batterie. Von der Größe her sind sie fast gleich. Die GoPro Hero 7 Black hat scheint ein bisschen tiefer zu sein, während die Osmo Action ein bisschen, sieht man das hier so, ein bisschen länger, ein bisschen breiter zu sein scheint. So. Okay, dasselbe ist eigentlich auch mit dem Screen. So, nehmen wir auch diese Schutzfolie weg und diese. Jetzt setzen wir die Batterie ein. Ja, natürlich falsch herum. Wie konnte es anders sein? Es wäre zu einfach gewesen. Tack. Ist jetzt wirklich? Ah, jetzt ist sie, glaube ich, richtig eingerastet. Um sie rauszunehmen. Klickt man hier und hier. Ah, okay. Ich verstehe. Man hat hier zwei so kleine Wippen, die es befestigen. Sieht man das drin? Drin hat man nämlich eine Feder. Ich hoffe, dass die lang genug hält, so dass man die Batterien, auch wenn sie lange drin sind, seht ihr das? Dass die immer rausspringen und nicht irgendwie irgendwann, dass man es wirklich rausfriemeln muss. Das wäre nämlich nicht so toll. So. Okay. Also gut, dann legen wir doch los. Machen wir das gute Stück an. Uhu. Man kann hier direkt Sprache auswählen. Wir wählen hier natürlich, genau, es ist nämlich auch ein Touchscreen wie bei der GoPro Hero 7 Black. Wir wählen natürlich jetzt hier Deutsch. Mit DJI Mimo aktivieren. Anscheinend nicht. Anscheinend kann ich das direkt jetzt benutzen. Er sagt mir, dass ich keine SD-Karte eingelegt habe. Aber was aber die Osmo, DJI Osmo Action eigentlich auszeichnet, ist der Bildschirm hier vorne. Seht ihr den? Ja, spiegelt sich. Jetzt wechseln kann man den. Hier ist das Schnellwechsel. Wie war das? Jetzt seht ihr das? Ha, seht ihr euch? Ja, es wechselt das, Doppeltap und es wechselt zurück. Ah, jetzt steht wieder, dass ich mit der Mimo-App das aktivieren muss. Ah, und jetzt kann ich hier gar nicht mehr wechseln. Super, also gut, dann, ich habe ja die DJI Mimo App installiert. Starten wir das doch direkt. So. Echt jetzt? App schließen, gerade abgestürzt. Wahrscheinlich kann ich diese Mimo App hier nicht nutzen, weil ich schon Android 10 hier drauf habe. Ich bin im Beta-Programm bei Google fürs Pixel-Handy, für Android 10 und wahrscheinlich liegt es genau an dem, dass ich die App leider nicht starten kann. Nun gut, wie war das? So, gewusst wie. Einfach an- und ausschalten und dann kann man sie weiter benutzen. Also, was hat's hier? Okay. Okay. Seht ihr hier, dies hat keine Funktion. Und auch vorne leuchtet sie. Aber ich kann so von oben
kann ich so die Einstellungen machen, die ich benötige. Ich komme auch direkt zu zum Modus-Einstellungen, sprich für den Film. Wenn ich aufnehme, kann ich direkt hier eingeben, ob ich im 4K aufnehmen will oder in welcher Auflösung, mit wie vielen Frames pro Sekunde. Genau, und ich kann auch hier, seht ihr, das EIS ist hier oben. Das ist der Electronic Image Stabilization. Ist das echt schon dieses Rocksteady, was alle da so sagen? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon, weil es soll ja mit 4K möglich sein. Mhm. Gut, Sprachsteuerung. Ah, Sprachsteuerung. Was kann ich... Aha. Die Sprachsteuerung geht in Englisch und auf Deutsch. Ich kann hier sagen... Ah, okay. Bei der GoPro muss ich ja sagen, GoPro und dann den Befehl. Und aber bei der DJI Osmo Action kann ich eigentlich direkt sagen, Switch Screen. Screen Switch. Naja, man muss es richtig sagen, sonst weiß die Osmo Action nicht, was es machen muss. Jetzt, viele Leute haben gesagt, dass dieser kleine Bildschirm hier, dass der langsam ist. Aber ich muss jetzt sagen, so langsam ist er nicht. Es hat eine kleine Verzögerung, ja. Aber jetzt so stark ist die, finde ich, irgendwie gar nicht. Und ich muss sagen, für Vlogger oder so, oder einfach, wenn man sich selber aufnehmen möchte, scheint dieser kleine Bildschirm wirklich gut zu sein, weil man kann sich selber gut einframen in das Bild und kann so eigentlich gut, ja, muss ich sagen, gut aufnehmen. Nicht, dass es jemals nicht mit einer GoPro Hero 7 oder grundsätzlich mit einer GoPro gegangen wäre oder nicht gegangen wäre, da kann man auch so die GoPro so halten und man weiß, man sollte eigentlich im Bild sein. Klar, man hat hier keinen Control Screen. Hier sieht man ja eigentlich meistens den aktuellen Modi, den man eingeschaltet hat und so, mit was man aufnimmt und das wär's. Okay, hier, ja, hier nicht. Beziehungsweise hier auch. Cool, also gut. Screen Switch. Screen Switch. Gott, man muss natürlich auch, das ist ja fast ein Zungenbrecher. Screen Switch. Shutdown. Ihr wisst, was man machen muss, wenn man jemanden sieht, der mit einer DJI Osmo Action aufnimmt. Heieiei. Aber zum Glück kann man die Sprachsteuerung in den Einstellungen an- und ausstellen. Ich werde es wahrscheinlich eher weniger nutzen, ich persönlich, und werde die natürlich in den Einstellungen dann deaktivieren. So, das heißt, wenn irgend so ein Spaßvogel, so wie ich jetzt machen würde, kommt und sagt, hey, shut down, dass ich trotzdem noch weiterhin aufnehmen kann. Aber genug der Worte, ich gehe das Ding jetzt mal draußen austesten und danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Like. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, sei es ein Unboxing, sei es Tutorials für die Kamera, dann abonniert den Kanal. Er ist neu, frisch, nicht fertig, aber heiß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Einen habe ich noch. Ich habe ja versucht, mein Handy mit der Kamera zu pairen. Leider hat das nicht funktioniert. Ich habe dann ein anderes Handy genommen und dann hat die Verbindung zwischen der Kamera und dem Handy mit der Mimo App sofort funktioniert. Und es wurde mir auch direkt ein Update angezeigt für die Kamera. Anfänglich konnte ich das Update nicht installieren. Es ist immer bis 50% gegangen. Dann ist der Update-Vorgang abgebrochen. Von der App her, ich habe es dann ein paar Mal probiert und irgendwie es ging und ging nicht. Und was ich dann herausgefunden habe, es liegt an...
Ich habe hier eine Samsung Pro Plus Karte, MicroSD, und mit der funktioniert es oder hat es bei mir nicht funktioniert. Ich habe dann eine andere MicroSD Karte genommen und dann flutschte das Update ohne Schwierigkeiten. Also das heißt, falls ihr auch die Kamera habt und direkt das Update einspielen möchtet und es nicht geht, nicht verwundern, nehmt eine andere SD-Karte und dann sollte das eigentlich kein Problem mit dem Update der Kamera sein. Alles klar? Viel Spaß weiterhin noch mit der Kamera.